Erik Hottmann, 4:1 gewonnen im Landespokalfinale. Sie haben 3 Tore geschossen, mit einem Fallrückzieher auch noch. Ist das so ein Spiel, wovon man als Fußballer träumt? Ja, definitiv. Ich denke, für solche Spiele macht man die Sportart. Es macht einfach Riesenspaß, vor allem hier. Ich wiederhole mich heute wahrscheinlich auch schon zum 10. Mal, aber es macht einfach Riesenspaß hier mit dieser Kulisse im Hintergrund. Und ja, dann ist es noch eine schönere Freude, wenn man sich dann dafür selber belohnen kann. Ist jetzt das zweite Etappenziel erreicht, Meister, dann Pokalsieger, jetzt noch die Aufstiegsspiele. Was bedeutet dieser zweite Titel? Ja, ich denke, das ist nicht zu unterschätzen. Also ist sehr, sehr wichtig für uns, auch im Hinblick auf die kommende Saison. Das ist dann wieder die Möglichkeit auf ein richtig geiles Spiel, wo man auch nochmal alle Fans mitnehmen kann, wo man ja auch so ein bisschen Erlebnisse sammeln kann. Darauf freuen wir uns natürlich. Und auch so, denke ich, ist es ein Spiel, welches dann auch nochmal beflügelt. Und diese Energie werden wir dann auch in die Relegation mitnehmen. Die Zuschauer haben ihren Namen gerufen, haben wirklich dann immer zu Erik Hottmann skandiert. Was macht das auch mit Ihnen mit Blick auf die kommende Saison? Sie haben noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Haben Sie da Lust, weiter hier zu bleiben? Ja, wie gesagt, es macht riesen Spaß hier. Und ich denke, jetzt nach der Relegation setzen wir uns einfach mal in Ruhe zusammen an den Tisch und dann wird man sicher Lösungen finden. Noch ein Wort zu Erik Hottmann, hat 3 Tore geschossen, darunter ein Fallrückzieher, ein Spiel, wovon man als Fußballer träumt. Einer, der nicht zu halten ist für Energie Cottbus, oder wie können Sie mit dem verhandeln? Wir konzentrieren uns jetzt auf Mittwoch und auf Sonntag. Ich glaube, wenn wir unseren Traum schaffen und den Aufstieg schaffen, bestehen Chancen, ihn zu halten. Sollten wir aber auch mit ihm sprechen. Erik ist ein sehr bodenständiger Typ. Hat heute ein richtig Bombenspiel gemacht, hat tolle Tore erzielt. Sich vielleicht warm geschossen für Mittwoch und Sonntag und darauf gucken wir jetzt.